So sah es aus nach dem großen Ausverkauf. Die letzte Ware verramscht, die Regale geräumt. Alles musste raus bei Schlecker vor 10 Jahren. Dabei war Schlecker einmal Marktführer, ein europäischer Drogeriekonzern mit zeitweise 14.000 Filialen, oft kleine Geschäfte in ehemaligen Tante-Emma-Läden. Von sinkenden Umsätzen und zunehmenden Schwierigkeiten wollte Firmengründer Anton Schlecker nichts wissen. Doch im Januar 2012 sah sich seine Tochter Maike Schlecker gezwungen, vor die Presse zu treten. Sie gab bekannt, die Drogeriekette ist insolvent. Es ist kein signifikantes Vermögen mehr da, das dem Unternehmen hätte helfen können und die Restrukturierung hätte weitermachen können. Für viele der Beschäftigten dort begann eine Zeit des Zitterns, des Wartens, der Angst und eine Phase sehr hoher existenzieller Unsicherheit. Sabine Dolleschal arbeitete damals seit 16 Jahren bei Schlecker, engagierte sich als Betriebsrätin. Vorletzte Woche hat die Umschau sie erneut getroffen. Kunden kamen rein und haben gesagt, habt ihr schon gehört, es kam gerade im Fernsehen, der Schlecker ist pleite. Das haben wir im Laden erfahren. Da standen wir erstmal da und war die Luft erstmal weg. Und dann haben wir gesagt, es kann doch gar nicht sein. 5 Schlecker-Filialen gab es damals allein in Annaberg-Buchholz. Zunächst war noch unklar, was die Insolvenz für die Mitarbeiterinnen bedeutet. Bis heute trifft sich Sabine Dolleschal regelmäßig mit Kolleginnen von damals. Da, wo heute ein Partyservice sitzt, war eine der Filialen. Das war eigentlich die Filiale, die ich 96 mit eröffnet habe. Da bin ich eingestellt worden. Also da war neu eingerichtet, neu gebaut. Und den Laden habe ich wieder 2012 mit zugeschlossen. Das war mein erster und auch mein letzter Laden. Die Schlecker-Pleite und ihre Folgen hat die Frauen zusammengeschweißt. 10 Jahre danach sind die Erinnerungen an die letzten Monate immer noch lebendig. Es wird immer wieder aufgewühlt. Ne? Man denkt, man hat abgeschlossen, aber man hat viele Jahre seine ganze Kraft gegeben. Das ist es. Ne? Und kriegt dann auf Deutschen dritten Hintern. Wenn man das dann so gedankt bekommt, es tut elende weh. Nach Bekanntgabe der Insolvenz ging die Arbeit für Heike Otto und tausende andere Schlecker-Mitarbeiterinnen zunächst weiter wie gewohnt. Damals hieß es noch, womöglich könnten trotz der Insolvenz viele Filialen gerettet werden. Wochenlang verhandelten Landespolitiker außerdem über eine sogenannte Transfergesellschaft, mit der soziale Härten abgefedert werden sollten. Hier verfolgen Schlecker-Betriebsrätinnen die Entscheidung, erfahren, dass der für eine Transfergesellschaft nötige Kredit nicht bewilligt wird. Wir sind maßlos enttäuscht, wir fühlen uns alleingelassen. Und ich habe heute die bittere Erfahrung machen müssen, dass in unserem Rechtsstaat in der Bundesrepublik Deutschland Frauenarbeitsplätze so gering eingeschätzt werden. Die Schlecker-Frauen gingen auf die Straße. Oft bekamen sie damals zu hören, sie könnten doch leicht einen neuen Job irgendwo anders im Handel finden. Das war auch damals schon nicht richtig. Es gab 2012 im März 25.000 offene Stellen im Handel und es gab 14-mal so viele Menschen, die eine Tätigkeit im Verkaufsberufen gesucht haben. Gerlinde Kelch war damals seit 15 Jahren bei Schlecker. Oft war sie die einzige Mitarbeiterin in ihrer Erfurter Filiale. So war das bei Schlecker. Eine einzige Mitarbeiterin, die Regale einräumte, kassierte, sauber machte. Einfach alleine den Betrieb am Laufen hielt. Das ist meine Filiale. Ich gehe hier früh rein, drehe einen Schlüssel rum. Ich sehe zu, dass alles läuft, dass alles sauber ist, dass meine Kunden. Ich hänge an den Kunden. Das ist wie meine eigene Filiale. Kurze Zeit später wurde auch ihre Filiale geschlossen. Seit damals hat sich für Gerlinde Kelch vieles verändert. Die 66-Jährige ist mittlerweile in Rente, arbeitet aber noch stundenweise in der Tagespflege. Nach dem Aus bei Schlecker hat sie beruflich noch einmal völlig neu angefangen. Mit einer Ausbildung zur Pflegeassistentin. Heute sieht sie ihre Zeit bei der Drogeriekette mit gemischten Gefühlen.
Ich fühle mich hier viel, viel wohler wie bei Schlecker. Bei Schlecker hattest du immer die Angst im Nacken, es kommt jemand zur Tür rein, der dich wieder schikaniert und niedermacht. Und die haben uns ja niedergemacht. Ich habe auch viel geweint, aber nicht vor denen. Vergangene Woche hat die Umschau Gerlinde Kelch noch einmal dahin begleitet, wo ihr Berufsleben bei Schlecker vor 10 Jahren zu Ende gegangen war. Hier war die Filiale. Vorne links an der Ecke war der Eingang. Ja, das gehörte alles, die ganze Strecke. Die letzten Monate, was ich jetzt empfunden habe, war wie eine Ohnmacht. Und trotzdem haben wir funktioniert und weitergearbeitet. Man kann es überhaupt nicht beschreiben, wie das war. Wir haben trotzdem jeden Tag unsere Arbeit gemacht. 4 Monate nach Bekanntgabe der Insolvenz waren bereits tausende Filialen geschlossen. Listen gingen um, wem als nächstes gekündigt werden sollte. Und viele, viele Schlecker-Mitarbeiter waren ja in meinem Alter. Vielleicht ein paar Jahre jünger, aber alle so in dem Alter. Und da ist ja auch die Angst dabei, kriege ich noch mal Arbeit? Bis zum April 2012 hatten bereits 10.000 Mitarbeiterinnen Kündigungen erhalten. Der Rest der Belegschaft, über 13.000 Menschen, hoffte indes immer noch auf eine Weiterführung von Schlecker. Von möglichen Investoren war die Rede, die Schlecker noch retten könnten. Professor Roland Alter, Handelsspezialist an der Hochschule Heilbronn, hat das Geschehen damals verfolgt. Im Falle von Schlecker sah das Ganze so aus, dass erhebliche Investitionen in modernere Läden notwendig gewesen wären. Es wäre aber auch ein erhebliches Investment in die Marke Schlecker notwendig gewesen, denn die war ja negativ belastet. Man hätte also mit der Marke nicht mal etwas Positives erworben. Zurück nach Annaberg-Buchholz, wo uns die ehemaligen Schlecker-Mitarbeiterinnen zu einer Filiale führen, die noch fast so aussieht wie damals vor 10 Jahren, als sie geschlossen wurde. Das war meine Filiale. Als Filialleiterin habe ich hier 12 Jahre gearbeitet. Die drei zeigen uns Erinnerungsstücke aus der Schlecker-Zeit. Und diese Fotos von einer gemeinsamen Demo in Dresden. Da sind wir noch mal fürs Wirtschaftsministerium gezogen und wollten wenigstens ein paar Worte hören. Nein, sie haben ihn rausgeschaut, lächelnd. Also bekommen es vor, wie das letzte Stück. Das muss ich dazu sagen. Der Eindruck bei Ihnen, während die Schlecker-Familie bis heute über ein großes Vermögen verfügen soll, habe man sie, die Schlecker-Frauen, im Stich gelassen. Sozialwissenschaftler Reitzig sieht bei allen Enttäuschungen aber noch einen anderen Punkt, der die Schlecker-Frauen zu etwas Besonderem macht. Sie haben sich gegen unheimlich starke Widerstände des Arbeitgebers gewerkschaftlich organisiert. Sie haben sich gewehrt gegen eine ja fast schon despotische in vielen Teilen Unternehmensführung. Sie haben Betriebsräte gegründet, die Gründung von Betriebsräten durchgesetzt und haben dadurch über viele Jahre verhindert, dass Willkür und Rechtlosigkeit den Alltag vieler Beschäftigter prägen. Am 1. Juni vor 10 Jahren kam dann das endgültige Aus für Schlecker. Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz gab bekannt, dass der Gläubigerausschuss die Stilllegung beschlossen habe. Ich habe leider die traurige Mitteilung zu machen, dass wir trotz größter Bemühungen für die Anton Schlecker EK keine Gesamtlösung haben. Dieses Unternehmen hat über lange Jahre schwerwiegende Fehler begangen, was die Ausrichtung anging, die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den Konkurrenten, die dann aufkamen. DM, Rossmann, hier ist man kontinuierlich zurückgefallen, wollte das nicht wahrhaben. Das war also ein Problem. Und dann wurden schwerwiegende Fehler begangen im Umgang mit den Beschäftigten. Das war sicherlich ein ganz fundamentaler Faktor für den Niedergang von Schlecker. Den Schlecker-Mitarbeiterinnen sind die Erinnerungen an eine schwierige Zeit geblieben. Und ein Einkaufskorb voll mit Andenken. Das war das Ende. Sie alle haben übrigens längst neue Stellen gefunden, in anderen Berufen.